Auf der CES 2012 hat HTC spontanerweise ein neues Smartphone vorgestellt. Das, was ihr hier seht, ist ein HTC Titan 2, der Nachfolger des bestehenden HTC Titan. Wir schauen uns gerade die linke Seite an, Micro-USB-Anschluss, wie ihr hier gerade seht, mit dem PC verbinden, Telefon aufladen. Auf der Kopfseite 3,5 mm Klinkenanschluss und natürlich An- und Aus-Taste, Sleep- und Wake-Taste. Auf der rechten Seite Kamerataste und Laut- und Leise-Wippe. Die Laut- und Leise-Wippe ragt ziemlich weit hinaus, wie wir es auch von dem HTC Titan kennen. Auf der Fußseite natürlich Mikrofon. Auf der Rückseite sehen wir ein neues Muster, Windows Phone steht da, HTC und natürlich die Kamera. Sie ist besonders. Sie hat 16 Megapixel, ziemlich hochauflösend, industrieführend am hochauflösendsten. Gleichzeitig zwei Dual-LED und natürlich einen Lautsprecher. Da seht ihr den Sensor. Natürlich hier das Telefon schalten wir mal ein. Hier haben wir ganz normal Windows Phone OS, wie wir es kennen, mit Kacheln natürlich im Menü. Ich gehe mal hier in den Einstellungen am besten rein. Oder lasst mich erstmal euch die Kamera starten und einmal euch zeigen, wie zum Beispiel die Kamera aussieht und welche Features wir hier haben. Also haben wir die Kamera gestartet, Optionen und ganz unten auf Auflösung. Und hier seht ihr 8 Megapixel, Quatsch, was rede ich da? 2 Megapixel, 10 Megapixel, 12 Megapixel, 16 Megapixel und das war das HTC Titan 2.